Staatsliga-Schlagertreffen Wacker gegen Rapid vor 20.000 Zuschauern in Hütteldorf. Die Meidlinger, also Wacker, in weißen Leibchen haben Abstoß. Und schon werden die ersten gefährlichen Angriffe gegen das Rapid-Tor vorgetragen. Auf der rechten Seite eine kleine Karambolage, aber es ist nichts passiert. Vorbildlich fair wird gespielt. Und jetzt der rechte Flügel gibt eine Flanke zur Mitte und abgewehrt von Riegler. Schon ist der Ball bei Messerusch, dieser kann sich aber nicht behaupten. Bloderer spielt das Leder zurück zu Kollmann und Kollmann wird nun den Ball vorschießen. Bereits geschehen, der Kopf aber verfehlt. Zehmann ist aus dem Gehäuse heraus und nimmt den Ball auf. Also Wacker drängt vor der Pause und Rapid ist glücklicher. Denn knapp vor der Pause konnte Weltmeister Happel einen Freistoß unhaltbar zum 1:0 verwandeln. Bei diesem Stand, wie gesagt, wurden die Seiten gewechselt. Die Rapid-Anhänger freuen sich, aber wie sich später herausstellen wird, doch etwas zu früh. Zwar ist Rapid vor der Hand noch im Angriff und zwischendurch sehen wir Wagner durchbrechen. Hier wird gestoppt, der Ball wandert auf die linke Seite hinüber, hauen beim Zweikampf mit Riegler, der Riegler stürzt und die Wackerianer bleiben am Ball. Aber jetzt gibt Pups zur Mitte, passen Sie auf, Messerosch führt das Leder, geht in den Strafraum hinein, wird angegriffen und Tor! 2:0 also für Rapid. Das schien das Ende. Aber Wacker gab sich nicht geschlagen. Die Meidlinger kämpften brav weiter und schossen zwei Tore durch Wagner und Vorreb. Endstand 2:2.